Quellnah live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Quellnah, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Quellnah live. Das Interview des Tages. Ja, das Messerattentat von Mittwochabend in der Wiener Praterstraße schlägt immer größere Wellen, wird zum Polizskandal mittlerweile, denn der Afghane Jafan S., der dieses Messerattentat begangen hat, der war in Wahrheit ein U-Boot. Der gehört zu diesen berühmten, wenn man das so sagen darf, Fehmarn-Flüchtlingen, die 2015 über die Grenze hereingekommen sind, ohne dass sie registriert wurden. Und ist dann untergetaucht und jetzt ist dieses fürchterliche Attentat begangen. Bundeskanzler Kurz hat sich zu Wort gemeldet, Vizekanzler HC Strache und bei mir im Studio jetzt Klubobmann Johann Gudenus von der FPÖ. Das Ganze schlägt jetzt politisch sehr hohe Wellen, dieses Messerattentat. Warum, Herr Klubobmann? Na ja, vollkommen zu Recht, weil das ist ja kein sogenannter Einzelfall. Und wir sehen ja, dass allein aufgrund der Zahlen bei den Afghanen sehr, sehr viel Kriminalität zu Hause ist. Das sagen auch die Zahlen zum Beispiel aus dem Jahr 2016, da führen die Afghanen in der Asylszene mit 5.072 Tatverdächtigen. Und Sie haben vollkommen recht. 5.072 aus dem Jahr 2016. Ja. Genau. Und wir wissen mittlerweile, dass ja, wenn man teilt in Österreicher und fremde Tatverdächtige, so sind mittlerweile bei den fremden Tatverdächtigen 40%. Wir wissen aber auch, dass wenn jemand unbekannt ist, also jemand nicht ausgeforscht werden konnte bei einem Delikt, er automatisch zu den Österreichern gezählt wird. Mhm. Man kann sich aber vorstellen, dass bei vielen unbekannten Tätern ja nicht nur Österreicher dabei sind. Das heißt, es sind weit mehr als 40% fremde Tatverdächtige. Wir haben einen Anstieg im Jahre 2016 bei den fremden Tatverdächtigen um 14%. Und jetzt, bitte zuhören, bei den Asylwerbern mehr als 50%. Mhm. Also das ist schon ein gewaltiges 54%. Und da haben Sie recht, es ist eine Frucht, das sind die Früchte der Willkommenskultur seit dem Jahr 2015. Dieser Jafar S. ist ja ein bisschen eine tragische Einzelgeschichte dieser Flüchtlingsbewegung, wenn man so sagen kann. Er ist 2015, also in dieser riesigen Flüchtlingswelle, zu uns gekommen, ist einmal nicht registriert worden, hat sich dann freiwillig gemeldet, hat gesagt, ich möchte Asyl haben, dann wurde er registriert. Dann hat er sich wieder gemeldet und gesagt, ich will kein Asyl haben, ich fahre eh nach Haus. Hat da irgendwie ein Chaos angerichtet, ein bürokratisches, mitten in das ohnehin existierende Chaos hinein. Und dann ist er untergetaucht. Sind das auch Ihre Informationen? Was man so hört, ja. Und das Wort Chaos trifft ja vollkommen zu. Es besteht hier seit 2015 im Speziellen ein Asylchaos. Nämlich eine völlig unkontrollierte Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asylrechts. Meistens sind es ja keine echten Flüchtlinge, sondern Glücksritter, die glauben, sie können sich sozial oder wirtschaftlich materiell verbessern, weil sie wissen, dass vor allem im rot-grünen Wien ja Milch und Honig fließen, jetzt metaphorisch gesprochen durch die Mindestsicherung. Das wiederum macht das rot-grüne Wien ja absichtlich, weil es steht ja im Regierungsübereinkommen von Rot und Grün in Wien mindestens 6-mal das Wort Willkommenskultur drin. Und wenn man dann genau schaut, was dahinter steckt, die Einbürgerungszahlen, die ersten 3 bis 4 Länder der Einbürgerungen über die MA35 im rot-grünen Wien sind islamische Länder. Das ist genau das Ziel der rot-grünen Stadtregierung. Leute, die jahrelang in der Mindestsicherung sich befinden, abhängig sind, einzubürgern und sie zu Wählern zu machen und sich dann von denen wählen zu lassen. Im Unterschied zu normalen Zuwanderern besteht die Einbürgerungsfrist bei Asylanten 6 Jahre und nicht 10 Jahre. Und das ist genau die Rechnung des rot-grünen Wien, sich die Wähler auszutauschen, weil die Österreicher schon in Scharen davonlaufen. Das ist Ihre These jetzt. Das ist eine gewagte These, aber fest steht auf jeden Fall, dass dieser Messerattentäter ein sehr problematischer, sehr tragischer Asylfall ist. Tragisch jetzt möglicherweise in seinem Einzelschicksal, tragisch aber vor allem in der Auswirkung. Und jetzt hat er also um Asyl angesucht, dann hat er das Asyl wieder zurückgegeben und gesagt, ich gehe nach Hause. Dann ist er untergetaucht in die Drogenszene. Und dann war der, wie man mittlerweile weiß, und das wird jetzt ja von Stunde zu Stunde konkreter,
Teil dieser Drogenszene am Wiener Praterstern, wurde dort immer wieder aufgegriffen, identifiziert, deshalb weiß man auch, dass er da ist, deshalb wurde dann auch ein Abschiebeverfahren eingeleitet. Und da gibt es jetzt natürlich viele Wiener und auch viele Zuseher von uns, die sich auch per Mail mittlerweile aufregen oder per Posting und sagen, ja, um Gottes Willen, wann der Mann x-mal aufgegriffen wurde, ja. Und kein von sich aus gesagt hat, er fährt nach Hause und gar kein Asylansuchen laufend war. Warum hat man den dann nicht abgeschoben? Vollkommen richtig. Und da wollen wir eben mit der neuen Bundesregierung eben nachschärfen. Das hat Herbert Kickl als Innenminister auch gesagt und Vizekanzler Strache, dass hier ein enorm großer Bedarf besteht, in der Rechtsordnung, aber auch in der Vollziehung nachzuschärfen, dass so ein Chaos nicht mehr vorkommen kann. Es war schon einmal allein der Fehler der Vorgängerregierung unter Faymann, aber auch unter Kern noch, weil wie Faymann Bundeskanzler war, war er Kern-ÖBB-Chef und hat sich da quasi als staatlicher Schlepper betätigt, so viele Menschen ungeprüft hereinzulassen und auch die Möglichkeit eigentlich zu geben, unterzutauchen, als U-Boot da zu sein. Wie viele solche U-Boote haben wir? Wissen Sie das als Politiker? Ich kenne ja die Zahl aus dem Jahr 2016, 7.083 Untergetauchte. Das ist jetzt eine Zahl, die Sie konkret haben. 7.000 Untergetauchte in einem Jahr, ne? 2016. Genau. So ist es, ja. Das heißt, pro Jahr tauchen 7.000 unter. Ungefähr, ja. Und im Jahr 2016 sind also 7.000 untergetaucht. Und genau einer dieser 7.000 ist dieser Jaffa. Genau, ist es derjenige. Und deswegen fordern wir auch im Regierungsprogramm, dass beim Asylwesen weggegangen wird von einer privaten individuellen Betreuung zu einer staatlichen und staatlich kontrollierten Betreuung, damit so etwas eben nicht passieren kann. Damit genau registriert wird, damit man nicht untertauchen kann, damit auch hier keine mögliche Bereicherung von NGOs stattfindet, sondern das Ganze in staatlicher Hand ist und kontrolliert werden kann. Weil es kann ja nicht sein, dass hier über 150.000 Menschen ins Land kommen, teils berechtigt, teils unberechtigt, ich sage großteils unberechtigt, das ist auch meine These und meine Meinung, und dann hier ein Chaos besteht und nicht kontrolliert wird. Aber andererseits ein Österreicher bei jeder Tempo-30-Zone aufpassen muss, dass er nicht aufgehalten wird, aber die Grenzen offen gestanden sind für die Scheunentore. Die Frage ist ja noch einmal, wenn dir also 2016 einer von diesen 7.000 war, die untergetaucht waren, dann ist er über ein Jahr lang auf der Praterstern-Szene immer wieder auffällig geworden. Warum wird der nicht abgeschoben? Das ist genau die Frage, die es jetzt zu klären gilt. Die neue Regierung ist seit 2,5 Monaten im Amt. Herbert Kickl hat schon viele Maßnahmen gesetzt, um da und dort Verschärfungen auch umzusetzen. Wir stocken die Polizei auch auf. Beispiel Praterstern, da braucht es auch mehr Polizei. Ich selbst habe mir als Vizebürgermeister vor rund einem Jahr ein Bild gemacht dort, habe mir den Praterstern genauer angeschaut. Und? Ja, es ist schon also ganz klar ersichtlich, da tut sich was und nicht nur Gutes, sondern ein großes Konfliktzentrum, würde ich mal sagen. Ich habe gesprochen mit Geschäftsleuten, mit Angestellten und die haben mir gesagt, dass da täglich Probleme sind, vor allem auch mit der Drogenszene, dass die Leute ins Lokal kommen, sich aufführen, dass randaliert wird, dass es Schlägereien gibt. Ich habe mit Polizisten gesprochen, habe mit Angestellten der Wiener Linien gesprochen. Also ich habe mir wirklich ein breites Bild gemacht und es wäre wirklich notwendig, und das macht Herbert Kickl auch. Das ist aber nichts nachher. Naja, also ich war damals Vizebürgermeister, habe darauf hingewiesen. Ja. Damals gab es noch nicht unsere neue gute Bundesregierung. Ja. Herbert Kickl stockt die Polizei um über 4.000 auf, 4.100 in den nächsten Jahren. Ja. Ja, ganz wichtig. Gut, die zweite Frage, Sie haben das jetzt schon angesprochen, Sie waren wieder Vizebürgermeister, Sie waren am Praterstern, Sie haben sich das angeschaut. Mhm. Sie haben es auch oft kritisiert, muss man dazu sagen, in Aussendungen. Sehr viele Wiener sind jetzt ja verunsichert. Ne? Da ist dieses Graf-Attentat, der niedergeschlagen wurde, Ihr eigener Abgeordneter. Haben Sie mit ihm schon geredet eigentlich? Nein, weil er ist bald weggeflogen. Also Sie wissen nichts genau, von ihm eine Schilderung. Aber es ist dann gibt es den Edi Finger Junior, der da mitten in der U-Bahn niedergeprügelt wird. Das sind bekannte Menschen. Das sind nur die Prominenten. Das sind Prominenten, aber gibt es tausende Wienerinnen und Wiener, x andere Frauen, Fälle. Vor allem, die sich in der Nacht nicht mehr alleine raustrauen, wo sogar der Polizeipräsident schon vor 2 Jahren gesagt hat, Frauen alleine in der Nacht, das sollte man nicht mehr tun. Und das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis für eine schöne Weltstadt wie Wien. Ich liebe Wien. Ich werde dafür kämpfen, dass Wien sicher bleibt oder wieder sicher wird. Aber ich glaube, es ist vor allem die rot-grüne Stadtregierung, die dafür verantwortlich ist, dass hier eine Unsicherheit vorhanden ist. Was muss passieren, dass man sich dann nicht mehr unsicher fühlt? Naja, da gibt es viele Faktoren. Erstens mal
Polizeiaufstockung wird gemacht, eine Erhebung der subjektiven und objektiven Sicherheit. Zweitens einmal Grenzschutz und Grenzraumschutz. Herbert Kickl hat angekündigt, das zu verlängern. Ganz wichtig, nämlich ein Zusammenspiel auch zwischen Polizei und Militär, wenn es sein muss. Die Grenzen sollten geschützt werden und eben nicht so wie ab dem Jahr 2000 völlig fahrlässig und unvernünftig offen zu lassen und nicht zu kontrollieren, wer reinkommt. Es ist doch bitte die Verantwortung einer Bundesregierung, Staatsgrenzen, Staatsgebiet und Staatsvolk zu schützen. Das steht in der Verfassung. Das wurde aber seit dem Jahr 2015 unter dem roten Bundeskanzler sträflich vernachlässigt. Und das sind genau die Folgen. Das sind genau die Folgen dieser Politik. Wir wissen ja nicht, ob der Name echt ist. Wir wissen nicht, ob das Geburtsdatum, sein, das originellerweise der 1. Jänner ist, also der Neujahrstag, echt ist. Wir wissen nicht, ob der Täter überhaupt einen Pass hat, vermutlich nicht, nach allem, was wir bis jetzt gehört haben. Darum geht's. Wenn das ein geordnetes System wäre, müsste genau das kontrolliert werden und sichergestellt werden. Und jemand, der ohne Papiere kommt, dürfte eigentlich nicht frei herumlaufen. Das kann es ja nicht sein. Das heißt, wir haben pro Jahr 7.000 U-Boote. Je nachdem, wie man das rechnet, sind es entweder 15.000 oder 21.000. Je nachdem, ob man glaubt, dass es 2017 noch genauso viel waren. Genau. Na? Also ja. Man kann zumindest sagen, aber ab es dem Jahr 2015. Die 20.000 U-Boote sein, die wir derzeit in Österreich haben, nach Ihrer Statistik. Hochgerechnet. Ich kenne uns nur die Zahl 2016. Genau. Wo es in einem Jahr 7.000 neue U-Boote gibt. Das Problem ist ja auch, diese Zuwanderungspolitik wird ja immer vermischt mit dem Asylwesen. Das müsste man auch rechtlich trennen. Und das will auch die Bundesregierung tun. Das große Problem ist, dass vor allem in Österreich die letzten Jahre, auch schon vor 2015, Leute aus Kulturkreisen zu uns gekommen sind, die sowas mit uns überhaupt nichts zu tun haben und zu tun haben wollen, noch jede Integration gescheitert ist. Beispiel Tschetschenen, Beispiel Afghanen. Ja, das sind, wobei die Afghanen als Problem jetzt offenbar die Tschetschenen abgelöst haben. Ja, relativ schnell. Das ist auch eine Rekordleistung, die Tschetschenen zu übertreffen. Warum haben wir dieses Afghanen-Problem, Ihrer Meinung nach? Weil so viele auf einmal gekommen sind. Und das sind Beispiel Messermord, Bruder, Schwester. Und weil die traumatisiert sind aufgrund der Vorfälle in ihrem Land? Oder ich glaube, sie sind auch mental, eher aus deren persönlicher Situation. Das auch. Ja. Aber es ist prinzipiell ein anderer Zugang zu Gesellschaft, zu Staat, zu Familie, zu Gewalt und zur Meinungsverschiedenheit. Mhm. Wo wir politisch mit Worten trefflich streiten, unsere Waffe ist das Wort, es ist dort das Messer. Wer hat denn politisch versagt? Der Integrationsminister oder die Innenministerin, die jetzt ja Kärntner niederösterreichische Landeshauptfrau ist? Es war ein Gesamtversagen der Bundesregierung, der rot-schwarzen Bundesregierung, des Bundeskanzlers und der zuständigen Minister natürlich. Ein strukturelles Gesamtversagen und die Opfer sind leider täglich bemerkbar. Täglich gibt es Opfer und ich möchte auch sagen, ausdrücklich aussprechen, die Genesungswünsche an die Opfer von den letzten Tagen, die jetzt hier betroffen sind. Herr Klubschef, abgesehen Ihre Hoffnung, die Sie in Ihre wunderbare türkisblaue Regierung haben, ja, der liebe Gott möge Ihre Hoffnung erhöhen, kann ich nur sagen. Ja. Die Regierung setzt jede Woche um. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. Sie sehen ja jede Woche Umsetzungen. Wird es von Ihnen auch konkrete politische Initiativen im Parlament geben? Anfragen, sonstige Dinge in dieser Causa? Wahrscheinlich schon, weil es handelt sich ja um auch Ministerien, die in der alten Regierung vorhanden waren. Und da werden wir natürlich versuchen, über Anfragen, wenn wir es nicht im Ministerium selbst erfahren können, über Anfragen zu schauen, wo ist hier der Fehler passiert, wer ist zuständig, wer hat den politischen Fehler gemacht. Aber auch in Wien, wie viele Sozialleistungen hat dieser junge Mann bekommen? Ist es auch so einer wie ein tschetschenischer Terrorist, der jahrelang hier im Gemeindebau gewohnt hat, mit seiner fünfköpfigen Familie Mindestsicherung bekommen hat, Gemeindebauwohnung umsonst, ist es auch so einer? Einer, der dann als Terrorist gefasst wurde, einmal auf der russischen Grenze wieder freigelassen wurde und jetzt vor ein paar Wochen in Georgien als Terrorist erschossen wurde. Ein Tschetschene, der in Wien in der Gemeindewohnung gelebt hat. Abschließend eine Sache müssen wir sagen, glaube ich, ist auch Ihnen ein Anliegen, aber auch uns. Die Polizei hat exzellent funktioniert, nicht? Das ist der Balsamtropfen in dieser bitteren Suppe. Das ist das, da habe ich auch gestern gratuliert. Ja. Unsere Polizei leistet eine hervorragende Arbeit, obwohl sie noch personell unterbesetzt ist. Das wird jetzt aufgestockt unter unserem Innenminister Kickl. Aber die
Polizei macht eine tolle Arbeit. Wir haben wirklich gute Polizistinnen und Polizisten, sowohl die normalen Polizisten als auch die Spezialeinheiten. Da können wir wirklich stolz drauf sein. Obwohl die Situation ja extrem chaotisch war, 2 Messerattentate an verschiedenen Orten zur fast gleichen Zeit, war der Täter ein paar Minuten später geschnappt. In kurzer Zeit ausgeforscht und also die Wege gemacht. Aber ich glaube, das gesamte Zusammenspiel der Polizei funktioniert sehr gut. Und ich finde auch, dass die Polizei von der Betrachtungsweise aufgewertet werden sollte. Sie braucht mehr Rückhalt der Gesellschaft, mehr Rückhalt auch der Politik und auch mehr Rückhalt der Medien, weil sie jeden Tag, vor allem noch schlimmer seit 2015, man sieht ja, was da alles vor sich geht, eine hervorragende Arbeit leistet für die Menschen, für den Schutz. Meine Damen und Herren, das war Johann Gutenus mit seiner Sicht der Dinge, natürlich eine politisch blaue Sicht der Dinge, aber am heutigen sehr hitzigen Tag, wo es sehr viele hitzige Diskussionen gibt, ein sehr interessanter politischer Beitrag zu dieser Diskussion. Das war live in Fellner Live. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht es weiter mit der Sondersendung zu diesem Mordattentat von Wien.